Ha, Lilo, heute mal ein Tipp für all diejenigen, die ihr Router-Passwort vergessen haben. Ich betone ihr eigenes Router-Passwort. Und vielleicht mal gucken wollen, ob sie ihren eigenen Router knacken können, ne? Ob sie das Passwort bruteforcen könnten. Ne? Denn in Xhydra gibt's einen Bruteforce-Generator, der Passworte durchprobiert, mit dem wir mal probieren könnten, unseren ja, eigenen Router zu knacken. Wir folgen dann mal diesem GitHub. Damit ihr immer die aktuellste Version habt, ne, wäre empfehlenswert. Die aktuellste Version ist nicht unbedingt immer in den offiziellen Paketquellen von Linux Ubuntu. Die ZIP-Datei runterladen, okay und speichern. Haben wir das gemacht, können wir dann in den entsprechenden Download-Ordner mal gehen. Die entsprechende THC Hydra Master ZIP entpacken, ebenfalls in den Download-Ordner. So, haben wir das erledigt? Haben wir das? Können wir die ZIP-Datei entfernen? Wir brauchen nur das hier. Darin befinden sich README-Dateien mit den Anweisungen, wie man die aktuellste Version kompiliert. Wir gehen dann mal in unser Terminal und folgen diesen Anweisungen. Ich mache das hier mal ein Stückchen kleiner. So, wir haben es ja in den Download-Ordner gespeichert. CD Downloads, Downloads groß schreiben. CD THC Hydra Master. So, da drin müssen wir sein. Falls ihr aus irgendeinem Grund Probleme habt, gegebenenfalls das Ganze mit sudo machen. Hier rein. .config. So, jetzt sagt ihr mir schon nowtype make, also schreibt einfach making, make. Weiter geht's. Steht auch in der Anleitung oben, ne? Wir sind jetzt bei diesem Schritt make und danach müssen wir nochmal make install machen, sagt er uns aber gleich unten auch. Xhydra ist übrigens die grafische Version dieses Programms. Make install, make install geben wir hier mal ein. Installieren, falls wir nicht genügend Berechtigung haben, wie gesagt, dann mit sudo make install unser Passwort eingeben und dann ist das gut. Haben wir das alles erledigt? Haben wir das drinnen? So, was fangen wir damit an? Ihr habt natürlich auch dann eine grafische Version, ne, Xhydra, die aber gegebenenfalls mit Root-Rechten starten, also mit gksudo davor oder kde-sudo, sofern ihr Kubuntu habt. Wir sehen hier daran erkennt er die Version. Generate ist in der Lage, Passworte zu generieren. Ich mache das jetzt aber mal hier schön im Terminal. Das ist wohl besser. Warum ist das besser? Naja, da sieht man eigentlich mehr, finde ich zumindest. Also ich mache mal sudo, ne? Damit wir das Ganze mit Root-Rechten starten. Dann hat man eher die Chance, dass das so funktioniert. Hydra, also die nicht grafische Version. Und ich sag mal Tasks, sagen wir 64, also viele, viele Tasks. Damit wir das hier schön sehen im Video, mache ich großes V, das heißt nicht Video, sondern Verbose. In groß geschrieben, dann sieht man genau, welche Passworte er gleich generieren will. Ich mache das mal ein bisschen größer, das brauche ich gleich die ganze Bildschirmbreite. Gut, und wir wollen minus L das als Login-Admin, ja, Benutzername. Man kann natürlich auch ganze Benutzernamen-Listen angeben, seht ihr in der Beschreibung von Hydra. Und wir wollen jetzt aber mal bruteforcen, minus X. So, und zwar wollen wir mal von 5 Zeichen, ne, also das Passwort wäre zwischen 5 und 8 Zeichen lang, Bestände aus Kleinbuchstaben und Zahlen. Das wollen wir mal schön machen. Und mein Server wäre http:// also mein Router 10.0.0.1. Bei euch ist das gegebenenfalls ein anderer. Müsst ihr halt schauen, welcher Router bei euch im Netz hängt, welche IP-Adresse. Gut, das Protokoll, das ich angreife quasi, ist HTTP GET. Ne? Es gibt auch noch andere Protokolle, wie gesagt, die Hilfe mal anschauen. Und dann gehen wir mal 5.
Feuer, da muss ich nochmal Passwort nochmal angeben, weil ich das mit Sudo-Rechten gemacht habe. So, und jetzt sieht man schön, wir brute-forcen jetzt. Das Target, das Ziel ist mein Router mit der IP 10.0.0.1 in meinem lokalen Netzwerk. Da kann ich mich ruhig ein bisschen austoben, ist ja mein eigenes. Er versucht also den Benutzer Admin und probiert alle Passworte durch. Ich habe gesagt, probiere erstmal mit 5 bis 8 Zeichen und Kleinbuchstaben und Zahlen. Sieht man auch hier, Zahlen hat er benutzt und jetzt spielt er alle Möglichkeiten durch. Nun, in dieser kurzen Zeit, wo ich gerade geredet habe, hat er schon 800 Möglichkeiten durchprobiert, aber trotzdem wird das wohl ein bisschen länger dauern. Wenn ihr mal diese Session abbrechen solltet, der merkt sich auch den letzten Stand der Dinge. Minus R, also minus großes R, kann man nochmal da weitermachen, wo man schon war. Also das wird jetzt wohl, ja, kann auch Tage dauern, ne? Wie gesagt. Mal gucken, ne? Vielleicht hat man ja Glück, er findet's eher. Wir gehen jetzt nochmal, während er das so macht. Also er wird jetzt während der Laufzeit dieses Videos kein Ergebnis finden, denn ich habe jetzt kein definitives Passwort da genommen, damit es hier während der Laufzeit funktioniert. Das finde ich immer ein bisschen unfair, weil im wirklichen Leben dauert es ja auch ewig. So, Hydra. Minus, minus, help. Da sehen wir dann, was alles so machbar ist. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel, ne? Für Hydra minus Login Username, minus P Password List. Und per FTP ein Server angrabbeln. Ne? Hier habe ich übrigens die Version 8.1. So. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, immer ein Login-File zu nehmen, also eine Datei. Also mit großem L kann ich eine Datei vom Benutzernamen angeben, wenn ich den will. Mit großes P, also minus großes P und dann der Dateiname, kann ich eine Passwortdatei nehmen, die alle durchprobiert werden. Habe ich ja darauf verzichtet. Ich habe den Benutzernamen mit klein L fest auf Admin gesetzt. Habe also keine Datei genommen. Ich habe auch keine Passwortdatei genommen, sondern mit minus X dann entsprechend mal brute-forcen lassen. Zu diesem Brute-Force-Modul Hydra minus X minus H seht ihr auch noch mal extra Hilfe. Zum Beispiel minus X35A wäre Passworte der Länge von 3 bis 5 mit allen Kleinbuchstaben durchprobieren. Minus X58A1 wäre alle Ziffernkombinationen von 5 bis 8 Zeichen lang mit Großbuchstaben und Zahlen durchprobieren und so weiter. Und sofort. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.